Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer xgamer032x und joa, ich habe einfach durch Zufall Minecraft mal gestartet und ja, Minecraft 1.3 ist raus, die Beta. Gut, ich wollte euch zeigen, was es Neues gibt und wie ihr es euch bauen könnt. Also, hier habe ich das schon mal vorbereitet, das sind jetzt die Sachen, die ich neu gesehen habe. Oh, ein Schaf. So, ich zeige euch jetzt, wie ihr das bauen könnt. Das ist so eine Art Mehrwegschalter für vier Wege. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Habe ich noch nicht wirklich ausprobiert. Das Bett könnt ihr euch reinlegen zum Schlafen. Ich zeige euch gleich, wie ihr das alles bauen könnt. Hier haben wir noch Stufen aus Holz. Halbstein aus Holz, Halbstein aus Cobblestone und diesen Sandstein. Ihr seht, der geht sehr schwer kaputt. Und joa, ich habe mir extra noch meinen neuen gemacht. Gut, ich habe noch ein zweites Bett, setze ich einfach mal daneben. So. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr alles das bauen könnt. Ich habe mir das hier schon mal vorbereitet. Also, diesen Mehrwegschalter macht ihr, indem ihr normalen Cobblestone brennt zu normalen Stone. Und dann macht ihr die untere Reihe voll. So, dann seht ihr auch, dass ihr erst jetzt wieder Halbsteine bekommt, die ihr normal aus Cobblestone bekommen habt. Guck mal, wenn ihr jetzt eine Trittfläche haben wollt, braucht ihr nicht mehr drei, also so drei in einer Reihe zu machen, sondern nur zwei, dann bekommt ihr dieses. So, weiter im Thema. Um euch so einen Mehrwegschalter zu basteln, macht ihr in der Mitte einen Redstone und Redstone Torches. Einmal links, einmal rechts. Dann habt ihr diesen. So. Um euch ein Bett zu bauen, braucht ihr Holz. Einmal in die untere Reihe. Dann bekommt ihr auch Wooden Slab. Das sind diese Halbsteine von Holz. Und die Federn, also die Federn. Die Wolle oben drüber. Dann bekommt ihr ein Bett. So, die Halbsteine kriegt ihr ganz normal so. Die Sandsteine macht ihr nicht so, wie ihr wahrscheinlich denkt, sondern ihr macht das so. Dann habt ihr einen Halbstein. Also nicht einen Halbstein, sondern einen Strandsandblock sozusagen. Jo. Gut. Holzstufen, ganz klar, wie bei Cobblestone, macht ja so die normale Treppenform. Nehme ich auch ein paar mit.